Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts, dem Podcast aus Österreich, der sich rund ums Laufen, Traillaufen, Ultralaufen und Ausdauersport dreht und kümmert und euch jede Woche hoffentlich eine Stunde eures Lebens ein bisschen versüßt. Und zwar von Freitag ongoing. Müsst ihr euch ein bisschen beeilen, dass bis nächste Woche fertig seid, weil dann kommt die nächste Folge. Ihr könnt uns natürlich auch die restliche Woche dann folgen auf Social Media, so auf diversesten Kanälen, die ihr so findet. Und ihr könnt natürlich uns auf Patreon das eine oder andere Münzlein zuwerfen. Dann könnt ihr nämlich das Ganze, was ihr hier hört, auch werbefrei hören. Und außerdem haben wir einen Discord-Channel, wo wir uns noch rund um die Folgen austauschen können. Und wir lassen uns sicher auch noch das eine oder andere zusätzliche einfallen. Wie man den Tag startet, bestimmt den Rhythmus des Tages. Deshalb setzen wir vom Laufenden Decken Podcast schon seit längerem auf AG1. Wir wollen uns am Morgen erst einmal fokussieren und das tun, was uns gut tut. Und das geht am besten mit AG1. Mit dieser gesunden Routine am Morgen schaffen wir das Fundament für einen guten Tag. Wir wollen eben proaktiv in den Tag starten und gleich in der Früh Verantwortung für unsere Gesundheit übernehmen. Und dabei unterstützt uns AG1. Was ist AG1 eigentlich? AG1, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Und das ist eben wichtig, das sind echte Lebensmittel. Und durch die Pulverform unterstützt AG1 eine effiziente Aufnahme im Körper. AG1 ist einfach und praktisch. Mit einem Messlöffel, 250 ml Wasser, boom, 75 Inhaltsstoffe in dich hineingeschossen und du hast dir einfach was Gutes getan und kannst mit einem guten Gefühl in den Tag starten. Wenn auch du von den Vorteilen von AG1 profitieren willst, dann geh auf athleticgreens.com/laufendendecken und bekommst zu deiner AG1-Bestellung einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische Travel Packs zu jeder ersten Abo-Bestellung dazu. So einfach ist es. Neue Kunden erhalten außerdem eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monuspackung dazu. Es ist einfach und sie haben so viel Vertrauen in ihr Produkt, dass sie dir nicht nur eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie geben, nein, sie schlagen sogar noch 30 Tage drauf und du erhältst ab diesem Jahr sogar eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. So einfach ist das. Deshalb geh jetzt auf athleticgreens.com/laufendendecken. Und nun zurück zur Sendung. Ich werde dieses Mal nicht den anderen, also den Flo, vorstellen, weil der Flo dieses Mal leider nicht da sein kann. Aber ich habe mir jemanden geschnappt, der slightly schneller ist wie der Flo. So ein bisschen. Und ein bisschen jünger. Aber das, ja, ihr sollt ja auch was davon haben, wenn es zuhört. Und zwar, dieses Mal bei mir habe ich den Alexander Hutter. Grüß dich. Hallo. Freut mich, dass ich eingeladen worden bin. Ja, danke fürs Kommen. Ich bin sehr begeistert. Ich habe gesagt, du bist ein bisschen jünger, wobei du bist jetzt da auch keine 18 mehr, sondern auch schon über 30. Du bist, glaube ich, 92, wenn ich mich nicht täusche. Genau, ja. Und bist aus dem Chamonix Österreichs, also so Innsbruck, Stubaital, aus der Gegend, wo man nur aus dem Haus der Wohnung oder dem Eigentumskarton rausfällt und direkt auf den Berg laufen kann. Genau, ja. Also quasi, wenn ich aus meinem Fenster schaue, dann sehe ich die Trails vor der Wärmstrecke. So, ich bin jetzt schon ein bisschen neidisch und wir sind jetzt bei Minuten 2. bist du schon dein ganzes Leben lang auf den Trails unterwegs oder sportlich unterwegs oder ist das irgendwie erst später gekommen? Also ja, das Laufen ist eigentlich erst ein bisschen später gekommen. Am Anfang war ich viel mit meinem, ja, von klein auf eigentlich hat mich mein Papa immer mitgenommen, irgendwo auf Bergtouren oder Mountainbike-Touren und ja, da bin ich eigentlich, ja, oft einmal nur ihm zuliebe mitgegangen, weil als Kind macht man halt doch lieber was anderes oft einmal. Aber ja, und eben Fußball habe ich gespielt noch lang. Und das mit dem Laufen hat dann 2017 eigentlich angefangen, weil da war es erst einmal bei uns der Ultra-Trail. Und ja, da bin ich das erste Mal gestartet, den Basic-Trail. Und von da weg, das hat mir halt relativ gut getaugt. Und ja, bin da irgendwie hängen geblieben dann. Wobei,
viele Menschen fangen zum Laufen an und laufen danach irgendwann einmal ihren ersten Trail mit. Bei den meisten, inklusive mir, bei mir war es der erste Ultra, den ich mitgelaufen bin, in dem hochalpinen Burgersdorf. Und das Ziel war, komm einfach einmal durch. Und alles andere ist einmal nebensächlich. Und du bist mitgelaufen und bist ja gleich relativ zügig unterwegs gewesen. Ja, am Anfang war es eigentlich schon auch so, dass ich es schaffen wollte, weil das beim ersten Mal eben, da bin ich vorher eigentlich noch nie so weit gelaufen, wie der kurze Trail war. Und da wollte ich einfach mal ins Ziel kommen und das ein bisschen testen. Mhm. Und das Jahr drauf bin ich dann eben im Ganzen gelaufen, von Innsbruck weg. Und da war auch eigentlich mal vorrangig die Ankunft oben am Gletscher. Ja? Ja. Ich meine, da war ich jetzt auch nicht besonders schnell, weil da bin ich gleich umgeknackst nach 7 Kilometer und mein Sprunggelenk, also ein Bandel gerissen oder irgendwas und bin dann mehr oder weniger noch irgendwie ins Ziel. Okay, ja. Aber das Durchhalten war quasi, dass er gedacht, jetzt höre ich auch nicht mehr auf, Zeit habe ich auch. Nein, eben, da bin ich ja quasi daheim vorbeigelaufen und habe mir gedacht, nein, jetzt laufe ich auch nicht heim, jetzt probiere jetzt schon noch, wie weit es geht. Naja, und du hast gesagt, 2017 hast du erst zum Laufen angefangen. Das ist jetzt eine tatsächlich relativ kurze Karriere, aber eigentlich auch dann kometenhaft, wenn man so will. Weil wenn du 17 anfängst und einmal antestest und alles, was ich dann so gelesen habe, also wenn man so die ITRA-Listen sich durchschaut, das ist dann von 2019 weg, da sagt man noch, ja, ist okay, da ist er einen kurzen gelaufen beim IRTF, den 15er, da war er schon ganz gut unterwegs, das passt schon. Und beim Hochkönigmann, den 49-Kilometer-Lauf, ja, da war er auch ganz gut. Und dann, ab 20 geht's ja richtig bergauf. Ja, man, da war dann eben 2020 im Februar, da habe ich mir dann entschieden, dass ich mir einen Trainer nehme, mhm. Also bei F7-Training. Da habe ich, okay. Hab ich dann mit dem Flo trainiert, weil ich einfach selber nicht mehr gewusst habe, wenn genug ist. Also okay. Ich habe nicht mehr gewusst, wenn ich auch soll trainieren. Ich habe einfach Stunden ohne Ende gemacht und dann habe ich mir gedacht, ja, besser war doch ein bisschen Struktur einbringen und ich brauche jemanden, der mir vielleicht ein bisschen teilweise sogar bremst. Und ja, ich habe halt wahrscheinlich eher zu locker trainiert, hat er dann gesagt nach dem ersten Leistungstest. Und mhm. Ja, von da weg habe ich dann eigentlich strukturierte Trainingspläne gekriegt und eben dann war eh das Corona-Jahr als erstes, wo im Prinzip keine Rennen waren, sondern nur, man, da sind wir so viele FKT-Strecken gelaufen. Mhm. Ja, und danach dann war eigentlich 2021 dann wieder die erste Saison, wo wir Rennen waren. Ja, wobei, das heißt, du hast, bevor du deinen Trainer genommen hast, hast du richtig viel trainiert, nur halt, ja, unstrukturiert. Was halt da war, hast du gemacht. Da war es so, dass ich noch studiert habe und einfach relativ viel Zeit gewonnen. Okay. Ja, und dann war ich halt immer unterwegs. Ja, dann war es aber eh gut, dass du 2020 in dem ersten Jahr mit Lockdown und so weiter einen Trainer genommen hast, weil ich glaube, das wäre dann aufgeregt gewesen für Übertraining. Mit, hui, jetzt habe ich Zeit und sonst darf ich auch nichts machen. Dann ja, kann ich ja jetzt richtig. Obwohl es da doch ein bisschen stressig war, da habe ich dann noch am Haus gebaut und eben bei uns die Arbeit war eigentlich auch so, dass wir nicht wirklich Lockdown gehabt haben. Ja, also so viel Zeit war da jetzt auch nicht unbedingt. und du bist ja dann ruckzuck, weil 2019, wenn du gesagt schau, da bist du gut gewesen. Jetzt da sicher nicht durchschnittlich, sondern gut. Aber ab 2020 ist es ja, wenn man jetzt da den ITRA-Punkten Glauben schenkt, außergewöhnlich. Weil da bist du jetzt in einer Gegend unterwegs, gerade auf den langen Kanten, also alles so, ja, ich sage jetzt einmal 50 Kilometer aufwärts, da gibt es in Österreich dann nicht mehr so viel. Ist es
plötzlich gewesen oder ist es, also, oder war das stetig, dass du gesagt hast, okay, ich habe schon gewusst, dass ich das kann und jetzt habe ich es halt ausgelassen? Ja, mein, im Prinzip war es so, dass auch die Leistungstests gezeigt haben, dass bei mir einfach die niedrigeren Pulsbereiche, dass ich da schon relativ oder relativ gut bin und eher oben aussehe. Bei den intensiven Sachen fällt mir ein bisschen einfach der Saft, aber auch, weil ich jetzt eben anders trainiere und ja, und quasi hat mein Trainer dann gesagt, ja, also ich bin eher auf die langen Sachen ausgelegt und dann haben wir gesagt, ja, legen wir das Training mal auf das an und dann schauen wir, was rauskommt. Ja. Ne, es ist tatsächlich super spannend, weil ja viel anfangen eben mit 30 Kilometer oder 50 Kilometer oder wenn sie kompetitiv sind, eben so Richtung Golden Trail Series oder sonst was gehen. Und du bist offenbar relativ schnell eben bei diesen, ich nenne es jetzt einmal 100er, angekommen, auch wenn es jetzt ein bisschen kürzer, ein bisschen länger sind, wurscht, aber in dieser Länge, von jetzt, wenn man von der WM ausgeht, von dem Trail Long, also wirklich von dieser Geschichte, aber halt noch nicht, eben auch nicht bei dieser 100-Meiler-Geschichte. Wie bist du in diese Distanz gerutscht? Weil ganz oft schaut man so zu, die an, die so richtig kompetitiv sind oder die auf Racing stehen, bleiben bei diesen Marathon 50 Kilometer hängen und die anderen sagen, ah, ich möchte einen 100-Meiler machen. Wie bist du dann bei diesen 80 bis 110 hängen geblieben? Ja, bis jetzt habe ich mich noch nicht wirklich drüber getraut über eine längere Distanz. Ich meine, es war jetzt, ja, im Prinzip war jetzt letztes Jahr eigentlich das erste Jahr, wo ich einmal einen 100er gelaufen bin. Und ja, für heuer war schon einmal gedacht, also haben wir mal einen Startplatz für den UTMB und dann mal schauen. Wie ist das bei dir gewesen? Bist du gezogen worden? Ja, genau. Oder? Ich habe eigentlich nur ein Los gehabt, das von Mozart. Und ja. Einfach also per Glück quasi. Viel Glück gehabt. Ja. Na, dann also, vielleicht sehen wir uns dort, ja. Ja. ich bin ein paar Stunden früher dran. Okay, was lässt du in CCC. Okay. Also selber ja. Tag, aber 15 Stunden vorher. Okay. Wir starten um 9 in der Früh, aber heute auf der anderen Seite drüben. Also. Solltest du mich überholen, dann warst du sehr gut oder ich ganz, ganz schlecht. Wahrscheinlich, ja. Das wird sich wohl eher nicht ausgehen. Das hoffe ich sehr. Aber ich war schon froh, wenn ich überhaupt so weit komme. Ja, also, bestimmt. Weil du hast, naja, wobei, du hast ja letztes Jahr, also wenn man jetzt auf 22 schaut, hast du ja nicht nur beim Mozart, weil du das gerade angesprochen hast, da hast du ja so richtig drauf gedruckt, weil, wenn ich mich nicht täusche, 9 Stunden hoch waren die ersten, 1, 2, 3 Leute. Und du bist mit 10 Stunden 33 ins Ziel gekommen als 8er. Und das muss man halt schon auch laufen können einmal. Das heißt, du hast ja auch eine brutale Grundgeschwindigkeit dann. Ja, man, bei Mozart habe ich ein bisschen Probleme gehabt, weil ich dann wieder das Läuferknie kriege, kann ich da ein bisschen erleiden immer. Also ich habe das Jahr davor schon gehabt, eben da in Burkhardsdorf bei dem Backyard Ultra habe ich das erste Mal das Läuferknie gekriegt und letztes Jahr dann ist bei Mozart wieder gekommen. Und ja, es waren nicht ganz, ganz ideale Saisonen, die letzten beiden, weil ich im Prinzip dann im Sommer jeweils fast nicht mehr laufen habe können und dann eben am Ende der Transalpin war und die halt irgendwie schauen müssen, dass ich bis dahin wieder fit bin. Und deswegen habe ich auch vor die Langen jetzt noch ein bisschen Respekt, weil ich eben nicht ganz genau weiß, wie das da dann das weitergeht. Was machst du zusätzlich? Also bist du jemand, der viel Ausgleichstraining macht und viel Stabi und viel Kraft oder bist du jemand, der so sagt, ja,
ich sollte Kraft und Stabi auch viel machen. Ich sage, ich sollte viel machen und ich schaue, dass ich es jetzt mittlerweile ein bis zweimal in der Woche einbaue, aber ich bin lieber irgendwo am Weg als auf okay. der Matte und beim Stabi machen. Ja. Okay, das heißt, es gibt ein, zwei Übungen in deinem Trainingsplan pro Woche, wo der Trainer reinschreibt, mach Kraft, mach Stabi und du denkst so, ja, wenn es so ausgeht. Ja, nein, eben, ich habe jetzt schon ein bisschen gelernt, dass die Verletzungen nehmen, dass es schon nicht ganz unwichtig ist, das zu machen und ich probiere es aber gleich dann durchzuziehen, wenn es nicht unbedingt viel Spaß macht. Ich glaube, das ist auch nicht der Sinn von Kraft und Stabi. Es gibt ganz wenige Menschen, denen das Spaß macht, aber ja. Es gibt auch Leute, die schwimmen gern. Man weiß ja nicht. Du hast aber dann trotzdem letztes Jahr, also der Mozart war der erste Hunderter und dann hast du letztes Jahr noch als zweites großes Ding oder war der IRTF das große Ding? Ich weiß es jetzt gar nicht. Was waren deine A-Ziele? War es der Mozart, ja. Aber ich bin eben vorher IRTF und dann eigentlich ab da alle zwei Wochen ein Rennen gelaufen. Also dann eben Hochkönig und dann Heimattrail und ja, es ist dann bis zum Mozart eigentlich wahrscheinlich und ist da auch ein bisschen übertrieben mit Rennen und durch das ist das auch dann beim Knie ein bisschen hervorgerufen worden, denke ich mir einmal. Weil beim IRTF bist du das ja auch nicht defensiv angelaufen, sondern den hast du halt auch gewonnen mit 40 oder 50 Minuten Vorsprung. Das ist jetzt auch nicht nix. Nein, da bin ich schon auch relativ zügig. Aber halt, da hat man halt die Strecke und alles ganz genau gekannt. Also, das war schon ein Vorteil. Sind das deine Home Trails quasi vom IRTF? Ja. Also, wo der entlang geht? Ja, ich habe mir es davor angeschaut. Also, unter zweimal bin ich die ganze Strecke abgelaufen, weil ich eben gewusst habe, dass es brutal schwierig ist zu finden. Und ich habe mich dann eh sogar einmal verlaufen, obwohl ich es genau gewusst habe. Okay. In der Nacht schaut halt dann noch alles anders aus. Ja. Ihr seid mit dem 85er, wann seid ihr? Ihr seid doch gleichzeitig gestartet. Wir sind gestartet, zugleich gestartet, oder? Gestartet, ja. Ja? Mhm. Ihr seid gleichzeitig gestartet mit uns. Ihr seid nachher nur am RC abbogen. Genau, da haben wir zwei Meter ins Ziel gelaufen. Und dann Langen, der ist nochmal Richtung Batschakofel, glaube ich, da irgendwo. Genau. Du bist noch aufgelaufen Richtung Batschakofel, aber das mal halt wegen Schnee und so nicht ganz auf, sondern keine Ahnung, Lanzeralm oder so irgendwo oben da, bei irgendeiner Alm hat es eine Abzweige gegeben, dass du auf 1700 Höhenmeter blieben bist. Irgendwas in die Richtung. War noch so eine Schleife mehr. Ja. Genau. Es ist ein Hügel mehr war es im Endeffekt dann. Genau, ja. Und dann hast du aber in dem Jahr auch noch, ich hoffe zumindest, dass es dein Hauptziel war und nicht nur mitgenommen, den Transalpin gemacht. Genau, ja. Das war natürlich auch das zweite Ziel in dem Jahr. Und dazwischen war noch was jetzt nicht unbedingt der A-Rennen war, aber was richtig lässig war Tromsø, das Sky Race. Das habe ich gesehen, das Hamperrock, wie heißt das? Hamperrocken? Hamperrocken, irgendwie so, ja. Ja. Aber das war richtig. Da bist du ja Vierter geworden. Genau, ja. Also, das war quasi nach dem Urlaub. Da waren wir vorher eine Woche Urlaub mit dem Wohnwagen und dann war zufällig am Ende vom Urlaub das Sky Race. Hoppala. So mitnehmen war, ja. Wenn das schon dort ist, wo man Urlaub macht, dann muss man ja fast dort laufen. Hilft ja nichts. Nein, eben. Ja, wir haben mit der Lisa Riesch, ich glaube in Folge 163, schon mal geredet. Die ist auch dort gelaufen. Und die hat gesagt, das ist ein Rennen, das ich unbedingt wieder laufen muss, weil es so geil ist. Ja, es ist also wirklich richtig lässig, aber ich glaube, es ist nur mehr heuer. Also, ich habe einmal gelesen jetzt bei denen, ich weiß nicht, warum es ist. Also, hören Sie auf mit dem Rennen an sich? Ja. Okay. Also, was ich so mitgekriegt habe, ist das heuer das letzte Mal.
Also, oh je, oh, okay. Schnell genau. Anmelden. 6. August, oh, das gangen sich vermutlich im Wiener aus. Aber das sind 57 Kilometer mit knappe 5000 Höhenmeter, das ist genau. Schon also, Bord. Da geht es im Prinzip nur auf und ab und ja, also auch nicht ganz einfach, sag ich mal. Da läuft man zwar einen Grat entlang und ja, beim ersten also, Downhill hat es mich gleich mal richtig geschmissen. Dann habe ich mir gedacht, nein, jetzt doch ein bisschen langsamer bergab, nicht zu viel riskieren. Aber und das ist alles super rocky, glaube ich, oder so. Also ja, es ist kein Forstweg, sondern es ist wirklich technisch brutal. Viele Steinplatten und so weiter. Mhm. Und ja, extrem steil halt, teilweise. Und man muss durch Flüsse durchlaufen. Okay. Das war wirklich das erste Mal, wo ich beim Rennen so richtig bei dem Briefing zugehört habe, weil so Labestationen gibt es da auch nicht wirklich. Und er hat gesagt, ja, die Flaschen muss man bei die Bäche auffüllen. Und das ist eh praktisch, wenn man da durchläuft, weil Brücken gibt es auch keine. Also klar und teilig. Aber gut zu wissen. Muss man mal gemacht haben. Ja, das stimmt, ja. Und es gibt ja da zwei verschiedene. Es gibt ja das, oder drei sogar. Ja, drei gibt es, ja. Ja. Und das ist der Hampelrocken Skyrace, das ist noch als längste, glaube ich, das oder? Das ist das längste, ja. Ja. Dann gibt es, glaube ich, eins mit 30 und eins mit 15 oder 18 oder sowas. Ja, ja und ein Vertical K, okay, aber der zählt nicht, weil der ist jetzt da nicht lang. Ja, naja, halt den, glaube ich, haben sie sogar abgesagt, weil zu wenig Anmeldungen waren. Ja. Ah ja, stimmt. Ich habe es gerade gelesen. Ja, das ist... Ich glaube, das ist wirklich, also ein Vertical K ist, glaube ich, wirklich was für Spezialisten. Weil ja, und man fährt nicht extra wahrscheinlich, also man fährt nicht extra dahin. Was hast du, 2,7 Kilometer, 1000 Höhenmeter? Ich weiß nicht, wenn's richtig angreifen willst, im Sinne von, hey, ich möchte es unter 30 Minuten machen, dann machst du es nicht im beim Rennen. Sondern dann schaust du, ob du selber irgendwie die Strecken aussuchst und quer durch die Welt chatten wegen 3 Kilometer. Hm. Ja, das ist ein bisschen weit für so. Ja, aber du hast gesagt, es geht nur auf für Abi und so. Und wenn ich das richtig mitkriege habe, das ist aber genau deins, oder? Ja, also das hat mir schon ganz gut gedacht. Es finde ich komisch, weil du bist beim Mozart gelaufen und warst beim Mozart echt schnell. Jetzt ist der Mozart nicht verschrien, dass er technisch wahnsinnig anspruchsvoll ist. Der hat super viel flache Passagen und du stehst aber auf bergauf, bergauf, bergab und technische Sachen. Wie geht das zusammen? Ja, weiß ich auch nicht, ein bisschen bergauf. Wie viel hat der Mozart? 4000 Höhenmeter hat er doch auch, glaube ich. Das Jahr haben sie noch zwei Berg gefunden und haben angeschrieben 5400. Aber. Weil sie noch zwei Hegel gefunden haben irgendwo. Ja. Aber du hast super viel flache Passagen, wo einfach eigentlich Straßenläufer, die halt entspannt einen Viererschnitt oder einen 330er Schnitt laufen können, weit vorn wären. Ja, der Mozart ist jetzt nicht unbedingt ein Rennen gewesen, was mir jetzt so richtig getaugt hat. Also das flache Gelaufe mag ich nicht unbedingt. Aber ja, aber du bist schnell dort, oder? Also trotzdem. Ja, ich glaube, im Vergleich zu anderen bin ich da jetzt nicht unbedingt so richtig schnell dabei. Also wenn ich irgendwo verliere, dann ist es schon eher in die flachen Passagen. Mhm. Ja. Oder ich muss mich halt brutal... Ich muss brutal viel investieren, dass ich da halbwegs mitkomme mit dem Tempo. Ja. Ja, das war auch beim Transalpin, dann haben wir das richtig gesehen, weil da waren eben die zwei Berglerbrüder, was da vorne gelaufen sind, die kommen halt eher vom Flachen und im Flachen war das richtig hart, dass wir da mitkommen und sobald es bergauf gegangen ist, war es eigentlich genau umgekehrt. Dann wird es dann ein bisschen leichter getan. Ja. Merkt man da denn Unterschied, dass man, weil du hast gesagt, du bist als
als Jugendlicher oder als Kind halt mit Wandern gewesen oder draußen gewesen, aber du kommst nicht vom Bahnlaufen oder Halbmarathon oder so irgendwie Straßenläufertum quasi. Merkt man das nachher hinten aus? Ja, also ich glaube gerade das ökonomische Laufen und die Technik und so, das, da bin ich jetzt ein bisschen dabei, aber so schnell wie andere werde ich nicht mehr werden. Ja, gut, ich glaube, dass du schnell wirst auf der Straße mit über 30. Sorry zu sagen, aber der Zug ist, glaube ich, durch. Aber zumindest mit weniger Anstrengung, keine Ahnung, einen Viererschnitt laufen oder so. Ja, das, ich glaube, das, wenn man das zusammenbringt, dann ist man schon super dabei. Ja, das habe ich mir jetzt gerade in Gran Canaria wieder gedacht. Da zum Schluss ist es auch so flach ausgegangen und ich eigentlich nur mehr so laufen müssen, dass ich keine Krämpfe kriege. Und dann habe ich mir gedacht, ob ich jetzt im Flachen einen Dreierschnitt oder einen 3,30er laufe, ist in dem Moment eigentlich eher wurscht, weil ich muss eh sagen, dass ich irgendwie bei den langen Sachen halt dann, dass man irgendwie noch weiterkommt. Ja, nein, wir haben mit dem Trainer immer gesagt, ein 6er-Schnitt. Du musst einfach nur einen 6er-Schnitt laufen können. Und die Berg ignorieren. Wenn du das schaffst, dann bist du vorne dabei. Weil wenn du Mozart, 100 Kilometer, 6er Schnitt, 10 Stunden, bist du vorne dabei. Du bist vorne dabei. 6er Schnitt über alles drüber, dann. Genau. Wenn es nicht ganz zu leicht ist. zu technisch zu leicht. aber die Regel geht lustigerweise fast immer auf. Beim UTMB nicht ganz, da bist du ein bisschen über dem 6er Schnitt, wenn du ganz vorne dabei sein willst, aber im Endeffekt. Für viele Rennen passt es ja. Ja, man muss halt auch schaffen, das ist das Schlimme. Stimmt, ja. Entweder bergab brutal schnell, dass man es wieder ausgleicht, was man bergab verliert. Bist du bergab brutal schnell oder bist du bergauf ein Dampflok oder beides? Ja, unterschiedlich. Vor 2 Jahren habe ich mir gedacht, bin ich bergab richtig gut gewesen. Mhm. Und letztes Jahr eben durch das, dass ich dann relativ wenig gelaufen bin, ist das einfach eher ein bisschen eine muskuläre Sache, dass man das dann nicht wirklich so richtig muskulär durchhalten kann, wenn man Vollgas bergab läuft. Weil wenn es danach dann doch noch ein Stückchen geht, sollte man vielleicht sich nicht ganz verharzen. Ja, nur den letzten Downhill Vollgas laufen. Ja, genau, so auf die Art. Also. Aber weil du vorher gesagt hast, bergauf habt ihr beim Transalpin die Flachlandläufer quasi eingefangen. Bist du bergauf einer, der da richtig Zeit ausholen kann? Ja, also bergauf taugt man auf jeden Fall, wenn es so ist, wenn es steil genug ist zum Gehen nachher. Legt man das bergauf schon eher. Und eher die halbsteilen Sachen, so Forstwegsteigung, wo man eigentlich laufen muss, dass man weiterkommt, das mag ich nicht so unbedingt, aber es ist halt auch oft dabei. Mal durch. Ich glaube, das ist eine der schwierigsten oder blödesten Sachen beim Traillaufen. Diese Grenzsteigungsgeschichten, was du denkst, eigentlich will ich es unbedingt gehen, aber wenn ich es gehe, dann verliere ich brutal viel Zeit und zum Laufen ist es so massiv anstrengend. Genau. Diese Forstweg mit, weiß ich nicht, lass es 5, 6, 7, 8% Steigung sein. Und das über 5 Kilometer oder so. Ewig weit, ja. Genau. Wo man wirklich gefühlt. Ja. Da nutzt es nichts, da muss man laufen. Und die ersten 30 Kilometer laufst du das eh, aber wenn so ein Stickel daherkommt bei Kilometer 70 und du denkst da, geh. Jetzt? Ja. Wirklich? Das ist dann schon richtig grausig, aber man weiß es ja eigentlich vorher, was man erwartet. Wohl wahr. Und wobei, du weißt das vorher, hast du beim Transalpin vorher gewusst, was auf dich zukommt? Ja, ich bin eigentlich einer, was sich die
Strecken nicht so richtig gut anschaut vorher, sondern das, was kommt, kommt. Aber ja, beim Transalpin war es dann eigentlich eher so, dass wir dann in die letzten Tage auch die Vorschlagsteigungen gegangen sind. Also, okay. Ja. Im Transalpin bist du ja zu zweit unterwegs. Genau. Und du bist ja natürlich auch mit einem zweiten gelaufen, ich glaube mit Elias Feineler. Genau, ja. Mhm. Bist du mit einem vorher schon gelaufen? Ja, wir haben uns vorher, also das ist schon länger her, ich glaube bei der Skitrainerausbildung für den D-Trainer haben wir uns kennengelernt. Mhm. Also das war, glaube ich, 2018 oder 2019. Und wir haben uns schon immer wieder getroffen, wir haben mal einen Stubaier Höhenweg einmal zusammen probiert, oder hat er es dann leider lassen müssen, weil er ein Problem mit dem Rücken gehabt hat. Mhm. Und mein Dannheimer Trail sind wir eigentlich gegeneinander gelaufen, aber dann doch zusammen ins Ziel. Okay. Ja, und wir haben uns eigentlich schon vorher gekannt. Also. Okay, und okay, das heißt, wenn sie auch noch schon gemeinsam ins Ziel gelaufen seid, ihr habt gewusst, dass ihr mehr oder weniger harmoniert. Genau, dass das schon halbwegs passt. Weil das ist ja für ein Transalpin ja super wichtig quasi, weil wenn du da irgendwen hast, der im Flachen total schnell und super ist, und dann hast du jemanden dabei, der bergauf und bergab toll ist, und denkst, naja, super, jetzt haben wir das Schlechteste aus beiden Welten. Nein, eben, von dem her haben wir eigentlich recht gut zusammengepasst. Wobei, ich habe jetzt da nebenher gelesen, lebt der noch? Nein, der ist eben leider dann gerade ein paar Wochen später verunglückt in Pakistan. Ja. Ich habe das jetzt gerade gelesen. Das war wirklich, da haben wir uns das letzte Mal gesehen am letzten Tag vor dem Transalpin. Das war dann schon ein brutaler Schock. Also, das glaube ich. Das ist von einer Lawine verschüttet worden, soweit es jetzt. Genau, die wollten da erst Besteigung in Pakistan irgendwo machen. Mhm. Und da ist dann das Unglück passiert. Ja. Ja, das ist natürlich ein Schade, vor allem wenn es dann jemand ist, der wie halt 28 oder so in der Richtung ist. Das ist ein Sack, Alter. Wenn du das mit 55 passiert, denkst du, ja gut. Ja. Ja, nein, hast du zumindest was vom Leben schon gehabt. Ja, stimmt. Aber, ich meine, andererseits, jetzt böse Zungen werden mir jetzt dafür total schimpfen, für das, was jetzt da gleich sagen wäre. Aber er hat zumindest noch ein richtig cooles Erlebnis und eine richtig coole Woche mit dir gehabt. Das auf jeden Fall, ja. Das glaube ich auch. Ja, war eine richtig lässige Woche, ja. Weil da waren wir eben, seine Freundin war dabei, meine Frau war dabei und eben ist ein Notfall gelaufen, meine Schwester, und die ist mixed gelaufen. Mhm. Da waren wir eben, ja, ein richtig cooles Team, wo wir da ja eigentlich einmal am Abend zusammen waren und so. Also das war schon ganz cool, ja. Wie ist das eigentlich, seid ihr das auf Sieg angelaufen? Also seid ihr wirklich auf Angriff das angelaufen, oder habt ihr einfach gesagt, wir schauen, dass wir eine geile Zeit haben? Also wie war die Motivation dahinter? Ja, die Motivation war, wir haben jetzt schon, man sieht ja vorher, also es waren jetzt zwar nicht wir, aber irgendwelche aus Deutschland, die haben sich die Mühe gemacht und alle ITRA-Punkte für die ganze Starter ausgeschrieben. Und dann haben wir schon, also die haben uns dann die Liste geschickt, und dann haben wir schon gesehen, also ja, wir könnten schon vorne mitlaufen, und so sind wir dann auch, ja, gleich am Anfang einmal relativ schnell weg. Aber der Elias hat eben die ersten 2-3 Tage, ist ihm nicht so gut gegangen, hat ein bisschen Magenprobleme gehabt und so. Mhm. Und ja, Gott sei Dank hat er sich dann zum Schluss erholt, und ja, die letzten Tage waren dann eigentlich richtig lässig, weil da ist immer sofort bergauf gegangen, und wir waren eigentlich schon dann gleich einmal immer relativ weit vorne und haben dann doch
nur ein bisschen die Etappen genießen können, ohne den vollen Zeitdruck und Brennstress. Das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen, quasi, ob man, wenn man jetzt da vorn wegläuft, auch überhaupt das Ganze, naja, würde man sagen, genießen kann, oder ob man so aufs Rennen fokussiert ist, dass man sagt, naja gut, ich renne halt jetzt über irgendeinen Hügel drüber, aber mitkriegen tue ich jetzt da nicht wahnsinnig viel davon. Ja, jetzt gerade bergauf kriegt man es schon ein bisschen mit, die Natur und so, aber bergab muss man sich halt doch eher ein bisschen auf den Weg schauen und konzentrieren, nicht gar so weit in der Gegend umherum. Aber wir haben schon relativ viel mitgekriegt von der Strecke. Nein, ihr habt ja nachher am Schluss auch irgendwie eine Dreiviertelstunde Vorsprung gehabt oder 50 Minuten. Genau, das heißt, da waren wir. Also haben wir dann eigentlich schon gewusst. Man darf uns leider nicht mehr bergab verletzen, dann wird nicht mehr ganz viel passieren. Wie ist das beim Transalpinrun? Ich bin den noch nie gelaufen, aber ist die letzte Etappe dann eigentlich, ist es dann so ähnlich wie bei der Tour de France, die letzte Etappe, wo quasi dann keiner mehr einen anderen überholt, außer wenn es ganz, ganz knapp ist, oder ist es einfach ganz normal und ganz normales Ding und fertig? Also im Prinzip die zwei Mal, wo ich jetzt mitgetan und war es eigentlich davor schon, waren die Abstände eigentlich so groß, dass nicht mehr ganz viel passieren hat können, aber man sicher werden wir es noch, wenn es knapp ist, zum Schluss auch probieren. Also da gibt es kein ungeschriebenes Gesetz, was einen Nicht-Angriffspakt am letzten Tag. Es hätte sein können, dass man sagt, okay, dann ist, also, wenn es am letzten Tag gefahren bist, dann ist es so. Dabei wird da ist immer nur zusammengerechnet am Schluss? Ich bin jetzt völlig unwissend. Oder ist es so ein Ding, dass man sagt, man startet mit den Abständen vom Vortag? Nein, man startet immer gleichzeitig und am Schluss wird dann zusammengerechnet, oder? Ja, genau. Das heißt, eigentlich weißt du nie, wie viel das wer vor aufgeholt hat oder nicht. Nein. Und es gibt auch jeden Tag eine eigene Wertung. Also es gibt auch jeden Tag Sieger. Also es gibt Tageswertungen quasi auch. Genau, ja. Also das ist eigentlich im Prinzip seins als einzelne Rennen auch. Ist das eigentlich was für die? Also so Etappenrennen, weil die sind ja auch wieder anders wie ein Tagesrennen quasi. Oder hast du das einfach nur mitgemacht, weil es gerade da war? Nein, also ich glaube, das liegt mir schon auch relativ gut, weil ich glaube, ich kann ganz gut regenerieren auch über Nacht und so. Also. Ja, von dem her war es eigentlich, glaube ich schon, dass man das auch liegt. Und man läuft da jetzt nicht so in einem Pulsbereich, der wert wird, gerade wenn es mehrere Tage geht. Also, ist es eh so ähnlich wie ein Ultra-Trail eigentlich, mehr oder weniger. Naja, bist du eigentlich eher so der Racer oder bist du eher so da draußen? Also wie nennt man so Outdoor-Boy? Also einfach so, ich will einfach in der Natur umeinander gurken, völlig wurscht, ob schnell oder langsam oder was für eine Spur dort, einfach nur draußen sein. Ja, im Prinzip beides. Angefangen hat es natürlich mit die möglichst viele, viele Gipfel unter Armel sammeln und möglichst lang draußen sein und so. Und mit der Zeit hat sich das eigentlich dann so entwickelt, dass wir Rennen auch immer mehr Spaß gemacht haben, weil man halt da dann nicht alleine im Weg ist, sondern mit anderen und so weiter. Und das Rennfeeling hat mir schon auch getaugt, weil im Prinzip bin ich schon ein bisschen ein Wettkampftyp, was das ein bisschen braucht, die Challenge und das Messen. Aber bei den langen Sachen kann man es eben kombinieren. Das stimmt, ja. Ja, und du hast natürlich auch mit deiner Veranlagung oder mit der Arbeit, mit dem Talent, mit deiner Geschwindigkeit, hast du natürlich auch den Vorteil, dass du die Sachen auch als Wettkampf betreiben kannst. Weil wenn jetzt da irgendwer, im Midpack, so wie ich, umeinander gurkt, man kann das halt schon als Rennen nehmen, wenn man mag unbedingt, gegen sich selber, aber eigentlich, bis auf die Mama, interessiert es halt keinen. Und
du laufst halt dann schon mit ums Stockerl, wo halt dann der Wettkampf einfach so auch nach außen hin ganz anders wahrgenommen wird, als wenn du 74. wirst. Stimmt, ja. Aber na, ich bin jetzt auch immer die letzten, oder ja, letztes Jahr und so, also eigentlich immer viel zu schnell gestartet. Das war eben gerade jetzt Gran Canaria, bin ich relativ langsam weg und ja, und zum Schluss dann gesagt, dass ich halt gleichmäßig dadurch das Rennen durchkomme und nicht gleich am Anfang schon Vollgas und dann irgendwie wegbrechen oder so. Also ja, ich glaube, da kann man schon noch viel lernen. aber schön zu hören, dass auch Menschen, die ganz vorne mitlaufen, einfach schnell loslaufen. Man hat es schon ein, zwei Mal gehört, aber es ist einfach jedes Mal wieder schön, wenn man weiß, man ist nicht der einzige Depp auf der Welt. Das stimmt, ja. Zu schnell weg. Das wäre toll in vielen gleich. Ja. Da habe ich am schönsten gefunden, die Aussage vom Hannes Namberger zum UTMB, der gesagt hat, er war da 2021, glaube ich, startet er das erste Mal und die laufen alle weg in einem 3,40er Schnitt und er denkt sich, die sind ja alle komplett geistesgestört. Du kannst an 100 Meilen nicht in dem Tempo anlaufen und natürlich laufst du mit, weil du willst ja weit vorn sein. Und dann sagt er, und ist ein Jahr drauf, kommst hin, und es ist schneller geworden am Start. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, das ist wirklich unglaublich. Also das Tempo am Anfang. Aber das weiß ich jetzt auch schon genau, wenn ich da starte, das darf ich nicht machen, weil dann siege ich das Ziel nicht. Gibt's glaube ich, auch vom UTMB gibt es, glaube ich, ein sehr schönes Buch über den UTMB selbst, wo der Autor geschrieben hat, wenn du die ersten 10 Kilometer nach Les Houches durchlaufst und schnell laufst, dann willst du entweder Top 10 laufen oder du willst nicht ins Ziel kommen. Ja, ich glaube, es ist halt mittlerweile, es riskiert einfach jeder Vollgas und entweder es geht gut bis zum Schluss oder es ist halt dann irgendwann vorbei. Wenn du auf Platzierung laufst, musst, glaube ich, musst du so schnell anlaufen. Ja, auf der anderen Seite denke ich mal, wenn man jetzt da auf 10 Kilometer, 10 Sekunden auf dem Kilometer investiert, zeitlich, dann, das sollte man wahrscheinlich zum Schluss, dann, wenn man noch halbwegs fit ist, trotzdem wieder auch. Aber. Und vor allem, es ist auf die ersten, ich glaube, 7 oder 8 Kilometer, es ist genau wurscht. Es ist kein Engstell dort, es ist kein Single Trail, gar nichts. Also, ich glaube, bei Kilometer 7 oder 8 kommt das erste Mal ein Hügel, wo du einen Single Trail hast. Und davor ist eine Forststraße. Da kannst du zu 6 nebeneinander laufen oder zu 8. Das ist genau wurscht. Eben, ja. Also. Ich verstehe es ja bei einem Rennen, wo du sagst, es ist Start, erste Kurven und eine Reihe. Dass du sagst, okay, ich muss am Anfang ranklotzen, weil sonst verliere ich einfach durch den Verkehr einmal eine Viertelstunde. Nein, dann ist der schon gut im Stau. Genau. Und aber da ist dann wirklich wurscht, ja. Wobei beim Transalpin, wenn du ganz vorne mitlaufst, ich habe jetzt den Transalpin nicht verfolgt, aber der hat, glaube ich, kein Live-Coverage in dem Sinne, in dem Umfang. Aber jetzt, du bist ja dieses Jahr, ist ja dann noch weiter bergauf gegangen, bist du jetzt da beim Transgran Canaria gestartet. Genau, ja. Und die haben ja eine sehr umfangreiche Live-Coverage gehabt, außer bei dem Rennen, bei dem du mitgelaufen bist. Weil den 120er, glaube ich, da war ja 2 Kommentatoren, x Stunden mit Drohnen und Mountainbike und allem drum und dran. Und du bist das war, glaube ich, irgendwie von der Spartan Ultra, frag mich nicht, World Series oder so, war das ein Rennen. Ja, genau. Und deswegen, der 85er, den bist du mitgelaufen? Genau. Der zählt da nicht dazu? Der hat da nicht dazu gezählt, nein, eben nur der 125er, aber es war der 45er, also die zwei haben da dazu gezählt. Ja, genau, irgendwie so ein Marathon hat es auch gegeben. Okay, ja. Ich war verwirrt, weil man gedacht habe, okay, ein Marathon haben es live Übertragung und Coverage gemacht, beim langen auch, und den 85er, da hast du halt einfach die Ergebnislisten gehabt, wieder so wie man das halt kennt von Rennen, die einfach kein Coverage haben. Genau. Und dort bist du mitgelaufen.
Ja. Und du bist ja nicht irgendwo mitgelaufen, sondern du bist ja Zweiter geworden. Ja. Das ist ja, ja auch nicht nix. Nein, das war schon relativ überraschend, weil ich doch jetzt im Winter extrem viel mit den Ski am Weg war und ja, die Laufkilometer ein bisschen vernachlässigt worden sind, sage ich mal. Also ich bin ja lange überlegt, ob ich die 85 laufen soll, gerade wegen die Höhenmeter bergab, weil es war noch mit 5000 irgendwas. Ja, waren es im Endeffekt ein bisschen weniger, aber. Ja, ja die, das mit dem Angeschriebenen und was es dann wirklich ist. Ja, nein, aber eben. Ich bin da immer verwirrt. Gerade so im Prinzip mitten im Winter so einen langen Lauf und dann ja lange überlegt, ob ich es machen soll. Aber im Prinzip der 45er war auch so, dass extrem viele Höhenmeter bergab waren und weniger bergauf. Deswegen habe ich mich dann noch für einen langen entschieden. Und ja, es war eben durch das, dass ich eben neu im Brooks-Team war, habe ich das erste Mal neue Schuhe gehabt und ich habe mit der Verpflegung getestet, nur zu trinken eine Zeit. Und ja, es war relativ viel spannend vorm Start und ich habe auch wirklich nicht gewusst, wie es ausgeht und wie es mir muskulär dann geht auf so viele Kilometer, weil ich vorher, ja, was bin ich, drei Trailruns mit zwischen 20 und 30 Kilometer und das meiste waren halt 2000 Höhenmeter bergab. Und ja, gut getapert halt. War ein bisschen Experiment. Ja, getapert, bergauf mit den Ski waren schon viele Höhenmeter, aber halt gerade die Laufkilometer haben. Wobei, wenn du sagst, du hast was mit dem Knie und so, ist es eh gut, weil dann hast du die Stoßbelastung nicht so gehabt vom Skitouren gehen. Ist im Winter schon, also glaube ich, relativ wichtig, da mal ein bisschen total zurückschrauben mit Laufen gehen. Obwohl es heuer eben schneemäßig so schlecht war, dass das Laufen auch ganz gut gegangen ist. Machst du nur Touren im Winter oder tust du auch, was nicht, Radl fahren oder Indoor-Cycle-Dingsbums oder irgendwas in die Richtung auch? Hin und wieder. Ein paar Einheiten sind schon am Ergometer. Aber grundsätzlich, so gut es geht, bin ich schon gern mit den Ski am Weg. Es hat sich auch genauso angehört jetzt gerade so mit, ja, mache ich schon, wenn es muss. Aber eigentlich, nein. Ja, eigentlich. Lieber ein Freien, ja. Aber wie war das? Warst du schon mal auf Gran Canaria? Das Brooks hat ja auch das, ihr wie nennt man das? Yearly Summit? Genau. Klassentreffen, Marken, irgendwas Treffen dort gehabt, genau an dem Wochenende. Genau, das war eben das Jahr vorher. Du bist das Nike Dog. War es schon, aber ich bin erst seit heuer beim Team. Ja. Das war dann für mich das erste Treffen. Und ich war vorher nie in Gran Canaria. Ja. Aber mir hat eben mal die Strecke vom 80er so gut getaugt, weil die einfach einmal von Norden nach Süden gerade über die Insel geht. Also von dem her war es landschaftlich auch total lässig. Ja. Ja. Wie ist es so? Ist es sehr abwechslungsreich, weil von diesem, also von Madeira zum Beispiel, hört man immer, du erlebst in Anlauf alle Jahreszeiten. Ja, ist das in Gran Canaria auch so oder ist es gleichmäßiger? Wir haben also ein bisschen Glück gehabt mit dem Wetter an dem Tag. Also die Tage davor hat es im Norden und in der Mitte von der Insel immer geregnet. Weil da waren die anderen Rennen, die haben immer erzählt, das hat geregnet. Und unser Hotel war halt ganz im Süden, da war es eigentlich immer relativ schönes Wetter. Aber gerade in der Mitte von der Insel und da bei den höchsten Bergen, wo man drüber läuft, da hat es eigentlich die Tage davor immer Wolken gewesen. Und bei uns war jetzt auch, also da war es jetzt auch nicht besonders schön. Also es hat da, glaube ich, vielleicht so 7, 8 Grad gehabt am Gipfel. Oder bei den Gipfeln, wo man drüber kommt. Ja. Und es war neblig. Also vorne, dass man fast nichts mehr gesehen hat. Ja. Und dann im Ziel hat es halt so 25, 26 Grad gehabt. Ja. Also ich war es aber zum, wie soll ich sagen, war es jetzt da zum Laufen angenehm, weil es gibt ja so Wetterschwankungen oder Temperaturschwankungen jetzt in beide Richtungen, wenn du sagst, puh, auf einmal hat es 40 Grad oder auf dem Gipfel hat aber minus 5, das war nicht zum Aushalten, weil aber 7 Grad und 25, das klingt jetzt eigentlich nett oder angenehm. Nein, eben, es war eigentlich total fein zum Laufen, ja. Also für die Temperaturen, glaube ich, hat es nicht viel
viel besser sein können. Also das hat ganz gut gepasst. Und wie war's? Also hast du gleich gemerkt, dass du irgendwie vorne mitspielst? Nein, also am Anfang habe ich mir gedacht, nein, ich darf nicht so schnell starten, auch weil ich eben nicht ganz fit war, ich war ein bisschen verkühlt die Woche davor und dann habe ich mir gedacht, ja, nein, also der am Anfang sind brutal schnell weggelaufen. Die ersten, ich glaube, bei der ersten Zwischenzeit war ich 13 oder so. Und im zweiten Anstieg ist dann relativ gut gegangen, also immer besser gefühlt und haben dann eigentlich auch noch anderen eingesammelt. Dann war ich kurz einmal ganz vorne, aber das habe ich nicht einmal gewusst. Also da waren okay. Da waren dann die von der 130er und man hat dann einfach einen Haufen Leute überholt und hat einen Überblick verloren. Und irgendwann einmal die Leute, die man überholt hat und die Spaziergänger haben gesagt, ja, erster Mann, und ich habe gedacht, ja, nein, das glaube ich jetzt nicht. Ich habe so viel, keine Ahnung, überhaupt nicht gewusst, wo ich da umgehe. Und dann hat eben der Supporter von Brooks, der mit mir mit war, hat dann auch gesagt, ja, wir zwar sind nicht vorne die Ersten, aber es war dann, der Engländer war dann doch zu stark. Also wir haben zum Schluss aber, haben es schon gespürt, dass ich nicht ganz viel gelaufen bin noch. Aber im Endeffekt, du hast dann auch tatsächlich einen persönlichen Support mitgehabt jetzt da. Genau, also das haben sie eigentlich beim Brooks-Team auch so, dass da immer einer mitfährt. Also es ist ja nicht bei allen Stationen erlaubt gewesen, aber bei den Stationen, wo es erlaubt war, habe ich dann meine Flaschen gekriegt und ja. Ja. Und weil du vorher gesagt hast, du hast auch Neige für Verpflegung ausprobiert. Das heißt, du hast beim ersten Wettkampf im Jahr Neigeschurch und Neiges Nutrition-Konzept ausprobiert. Genau, immer gedacht. Ist das nicht irgendwie so genau das, was man sagt, tu das einfach nicht? Ja, aber immer gedacht, eben das Rennen siege eher einfach als Vorbereitung und ja, ich wollte eigentlich wirklich einfach nur mal die Gegend auf der Insel sehen und so weiter und immer gedacht, wenn es schief geht, dann geht es schief, dann muss ich es halt lassen. Ja. Aber ich meine, es ist eigentlich alles, hat alles richtig gut funktioniert. Ist offensichtlich nicht schief gegangen, wenn man es probiert. Das hat dann ganz gut gepasst, ja, im Endeffekt. Und vor allem, wenn ich mir anschaue, was waren das? So wie die Race-Details, nicht? 85 Kilometer vielleicht oder so? Ja. Ja, ja. 85 Kilometer und du bist das Gelaufen in 8 Stunden 45. Genau. Ah, ja. Ah, ja. Sechster Schnitt. Ja, wir waren mal wieder beim Sechster Schnitt. Geht. Ja. Nein, aber es waren lässige Trails. Total. Ja. Also bergab war relativ schwierig mit ein bisschen steinig und so weiter. Und ja. Also steinig im Sinne von, weil das hast du beim Transvulkanier zum Beispiel, hast du ja bergab so ganz diesen Vulkan-Sand-Schotter-Dings. Oder waren das jetzt da eher Rocks oder sind das Steinplatten? Es waren im Prinzip so Wege, wo sie halt so Steinplatten hingelegt haben. Also so schmale Steige, wo überall die Steinplatten gelegen sind. Und ja, es war bergab schon ein bisschen zum Aufpassen. Also nicht so, weil bei Madeira heißt es immer, das sind Stufen. Also das sind Stufen, 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 Stufen. Und beim Transvulkanier hast du halt viel Vulkangeröll-Zeug. Genau. Und beim Gehgut ist wieder ganz anders. Aber das klingt so ein bisschen nach alpinem Gelände vielleicht. Ja, weil es waren jetzt nicht, die Steine sind jetzt nicht so unbedingt hoch ausgestanden oder so. Und zum Drüberspringen war es jetzt auch nicht, aber es war halt ständig die Gefahr, dass man irgendwo stolpert, hängen bleibt. Ja. Ist mir dann eher mal passiert. Kurz einmal am Boden gelegen, aber ja. Solange man sich nicht wehtut. Ja. Nein, das gehört dazu. Wobei mit der Leistung von dem Jahr jetzt da, du bist jetzt da und du bist jetzt da, ja, bist du Semi-Profi oder bist du einfach Amateur, der ein bisschen unterstützt wird? Also wie nennt man das dann? Na, also man geht schon ganz normal Vollzeit arbeiten. Ja. Und ja, mehrmals. Also Amateur, der für ein Team startet. Genau. Im Endeffekt. Ja. Genau. Ja. Also das war eben von Brooks das Meeting, da
haben wir jetzt alles gezahlt kriegt da in Gran Canaria durch das. Und das war eigentlich dann, ja, eigentlich schon eine richtig lässige Woche mit den ganzen anderen Athleten und dem Team und so. Also, ja. Cool. Und ihr habt ja auch einen Säulenheiligen der Trail-Community dann kennengelernt oder dort getroffen, oder? Mit dem Scott Schumann. Genau, Schumann. Ja. Der ist ja schon ewig bei Brooks, glaube ich, auch. Ja. Vortrag gehalten. Ja. War ganz interessant, ja. Ja, aber mit dem hast du ja jetzt da endgültig, also werde ich bis 22 noch nicht fix auf der Liste gehabt habe, aber mit dem, also ein 80er mit 5000 Höhenmeter Zweiter werden, das klingt schon fast ein bisschen nach WM-Strecken. Ja, eben, das hat ja auch ein bisschen ein Test für die WM einmal sein sollen, deswegen auch neues Verpflegungskonzept und so weiter mal ausprobieren. Also, wenn es bis jetzt noch keine hundertprozentige Empfehlung war, ich glaube, jetzt führt eigentlich kein Weg mehr dran vorbei. Ja, na, oder war auf jeden Fall komisch. Lässig, ja. Ja. Da dann starten darf. Nein, vor allem, du hast ja vorher gesagt, du siehst auf die WM-Strecken aussehen, genau. Weil es halt bei dir vorbeigeht, weil du kommst ja aus dem Stubaital. Genau. Ja, man direkt vorbei, aber es ist jetzt ein bisschen weiter im Tal drinnen, wo sich das abspielt, aber ich kann eigentlich genau hinschauen. Ja. Mit welchen Ambitionen würdest du an sowas rangehen? Oder gehst du an das ran? Ich gehe jetzt einfach einmal davon aus, dass du gesetzt bist. Mit welchen Ambitionen gehst du an das ran? Ja, Ambitionen ist extrem schwierig. Also ich denke mir einfach, ich muss einfach schauen, dass ich auf meinen Puls schaue, dass ich mein Rennen laufe. Weil, ja, gerade nicht zu schnell, weil es kann gleich einmal in die Hose gehen. Wenn man viel zu schnell startet. Ja. Ich gehe davon aus, du kennst die Strecken. Oder wenn du es jetzt noch nicht kennst, kennst du das kurz vor der WM relativ gut wahrscheinlich. Genau, also bis zum Juni kenne ich sie wahrscheinlich, ja. Wie sehr hilft sowas eigentlich? Weil wenn du jetzt der Fußball-WM hernimmst, dann hilft es da vielleicht, dass du mehr Fans von deiner Nation bei dir hast, aber naja, der Rosen ist halt überall gleich. Und aber beim Traillaufen, wenn du jetzt da sagst, okay, ich kenne die Strecken viel besser im Vergleich jetzt zu allen anderen Athleten, weil ich bin schon von mir aus 20 Mal abgelaufen. Wie sehr hilft dann das? Ja, ich denke, was vielleicht ein bisschen hilft, ist, dass man weiß, zu welcher Zeit man ungefähr bei welcher Labestation ist, dass man da das ein bisschen besser planen kann, die Verpflegung. Und ja, oft einmal weiß ich auch gar nicht, ob es ein Vorteil ist, wenn man weiß, was alles auf einen zukommt. Im Verlauf des Rennens. Aber die Frage haben wir auch schon ein paar Mal gestellt, ob nicht manchmal das Unwissen auch hilfreich ist, wenn man nicht sagt, verdammt, ich weiß, welcher Hügel jetzt noch kommt. Eben, oft einmal ist es gar nicht schlechter, wenn man nicht weiß, was noch kommt, aber nein, zumindest verlaufen sollte ich mich nicht, hoffe ich mal. Ja, bei der WM ja hoffentlich hast du sowieso keine langen Strecken, wo nicht wer steht. Ja. Und du nur durchlaufen musst durch ein Spalier. Nur hilft es dir, wenn du die Strecken kennst und sagst, ich weiß, da und da, den Hügel kann ich durchlaufen oder den kann ich durchdrucken oder wegdrucken und dort muss ich gehen, weil das schaut jetzt nicht so steil aus, aber das zahlt sich oder keine Ahnung. Also hilft dann sowas vielleicht? Also bei mir hat es bis jetzt eigentlich nicht so viel geholfen. Ich weiß es ja zum Beispiel vom Stuber Ultra Trailer kennt man ja die einzelnen Abschnitte im Training, zum Beispiel auf die Starkenburger oder ja Richtung Schlickeralm, weiß ich, dass ich da wahrscheinlich laufe und beim Rennen läuft man dann eher doch nimmer, wenn es steil ist. Also ja, man hat einfach, man muss jetzt wirklich einmal im Renntempo laufen, dass man weiß, dass man weiß, was wirklich auf einen zukommt und wie man es laufen soll, weil wenn man jetzt gerade den Anstieg einmal so aus dem Training aus läuft, dann ist es ein bisschen schwierig. Wenn du nur 10 oder 20 Kilometer quasi einen Lauf hast, dann laufst du es wahrscheinlich viel eher durch, wie wenn du sagst, das ist jetzt bei Kilometer 60. Ja, genau. Also ja,
Und vielleicht die Downhills, dass man ein bisschen die Strecke kennt und so. Ja. Na, das, ja. Vor allem, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, dass sie die einen oder anderen Athleten vorher bei manchen Rennen die Downhills eben anschauen und sie die Linie anschauen. wenn es eben nicht genau vorgegeben ist, dass es ein Weg ist, sondern einfach du musst dort runter, dass sagen, ah, da und da kann ich jetzt wahrscheinlich besser laufen als irgendwo anders. Das hilft mir. Ja, aber weil, ja, bergauf. Normalerweise ist jetzt nicht so, dass es da auf Sekunden drauf ankommt im Ziel, glaube ich. Also. Wir hoffen, dass du einfach eine halbe Stunde Vorsprung hast. Ja, genau. Man könnte jetzt sagen, da bemüßt ich halt ein bisschen. Ja. Einfach beim Kilometer 70 schon eine Dreiviertelstunde Vorsprung haben, dann ist hinten aus nur mehr ein Arm laufen. Dann kann der letzte Downhill vor der Neukette. Ist dann ein bisschen gemütlicher. Na, aber ich denke, es werden die anderen, also gerade die europäischen Nationen, auch vorher da einmal schon da sein, ja, im Frühjahr und sich die Strecke anschauen. Also. Ja, na ja, gut, gerade Deutschland, Italien und so weiter haben sie jetzt auch nicht weit. Genau. Und die Schweizer haben auch gesagt, also vom Brooks-Team jetzt da auch welche, was wahrscheinlich auch mitlaufen werden, dass sie mal da herkommen, ein paar Tage und sich das anschauen. Also. Ja, das merkt man ja sowieso, dass also ich glaube immer noch, dass sie Innsbruck so ein bisschen als Chamonix Österreichs quasi platziert, weil es sind jetzt schon sicher 5, 6 deutsche Läufer und Läuferinnen umzogen nach Innsbruck zum Trainieren. Ja. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass da wirklich aus dem näheren Umfeld einige kommen und nach Innsbruck ziehen, dass es wirklich auf Dauer zentraler Punkt sein kann im Trailsport. Ja, also man von der Lage her ist sicher ideal, weil man alles hat und die Nordkettenseite ist doch sonnig und man kann schon relativ früh im Jahr laufen und auch Trails laufen und so weiter. Also heuer, glaube ich, ist es so, wie es das ganze Jahr gegangen ist. Ja, und man kann ja die flachen Kilometer am Innen entlang oder irgendwo auf der Straße machen. Also. Ja, und du hast eine total gute Anbindung, weil Autobahn, Zug, Flieger, also du bist wirklich im Gegensatz eben zu einem, weiß ich nicht, Chamonix, Courmayeur, was auch immer, was du halt ewig hingondelst, liegt halt Innsbruck super zentral. Liegt für sowas richtig gut, ja. Stimmt. Und die Infrastruktur ist auch da vom Winter. In alle Richtungen, weil auf jeden Hügel dort drauf gibt es mindestens 7 Lift. Ja. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, sei dahingestellt, aber es ist halt so. Die sind halt da, ja. Aber jetzt da nach der WM, weil ich gehe davon aus, das wird jetzt dein großes Ziel im ersten Halbjahr sein. Und du hast vorher gesagt, der UTMB steht auch noch an, der eher auf Durchkommen und gut Durchkommen ausgelegt ist und vielleicht nicht Top 3. Ja, irgendwie. Also ich darf schon gerne mal zumindest ins Ziel kommen. Aber das hat man eh nicht in der Hand. Das kann so viel passieren. Gerade mit Verletzungen und so weiter. Also ich glaube, der UTMB ist eine ganz eigene Geschichte oder ein ganz eigenes Kapitel dann wieder. Aber wo willst du hin? Also du bist jetzt da, ich habe zwar vorher gesagt, du bist über 30, aber du bist halt auch noch keine 50. Das heißt, du hast gerade in dieser Distanz 80, 100, 120, 150 Kilometer, da ist ja noch Zeit, was zum Reißen. Willst du wirklich so auf große internationale Rennen gehen oder sagst du, na, Dachraum und Alpen, da gibt es so viel, das ist schon ganz geil. Oder bist du eher so der Western States und ich muss in Australien laufen Typ? Na, also jetzt unbedingt weit um und umfahren. Muss jetzt nicht, ich meine, es ist der UTMB. Fast das, also eins für die größten Rennen, was es gibt. Also. Ja, man sicher war vielleicht einmal Western States oder sowas. Ganz cool, dass man das einmal gesehen hat, aber wenn es jetzt nicht leicht geht, muss es gerade auch die lange Anreise da extra nach Amerika und so weiter für ein Rennen ist, dann noch ein bisschen
ein bisschen viel. Also, ja. aber es, im europäischen Raum, sage ich mal. Aber es gibt jetzt dafür, die sagen, okay, jetzt mit dieser UTMB World Series, ich will halt diese ganzen Großen und Majors und so weiter quer über die Welt mitmachen. Oder wenn du hernimmst, denn diese Golden Trail Series von Salomon, da fliegst du ja auch die ganze Zeit quer durch die Pampa. Ja. Aber das klingt jetzt bei dir eher so, ich schaue, was in der Gegend an coolen Sachen gibt und das nehme ich mit und die mache. Genau. Ich meine, das sind ja sind auch oft einmal Rennen, die international gut besetzt sind, was nicht so weit weg sein wird. Für die ganzen ja, Majors da, UTMB ja. Und so. Wobei, da bist du jetzt eh vom Standort gut gelegen, weil du, genau. der Eiger ist nicht so weit, auch Frankreich, ich meine, UTMB. Wenn man hinfährt, mein Auto, das zahlt sich schon, ich habe mir die Strecken ausgesucht. aber Italien, also jetzt Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Slowenien, das ist ja alles, es sind alles Tagesreisen im Endeffekt. Eben, es spielt sich eigentlich viel in der Gegend ab. Ja. So international, rennmäßig und so weiter. Eben gerade Lavaredo oder sowas ist jetzt auch nicht unbedingt weit weg. Stimmt, und, ja. Ja. Naja, also, der schlagt sich ein bisschen mit der WM. Genau, aber ja, sonst. Ist ein bisschen schwierig, aber im Normalfall war der schon einmal cool. Und, stimmt, ja. Eben. Nein, da gibt oder Istrien, glaube ich, ist auch sehr schön. Ja. Also da gibt es sicher einige coole Sachen. Genau. Nein, und man, wenn es es einmal ergibt, darf ich natürlich auch nicht Nein sagen. Ja. Zu anderen Rennen, aber. Wobei, wenn du sagst, du willst eher bergauf, bergab, dann würde ich nicht beim Western States mehr anwenden, sondern eher beim Hard Rock. Ja, ist vielleicht von der Ding sehr ein bisschen besser vom Profil. Ja, und dann noch schwieriger reinzukommen. Ja, stimmt. Nein, ich denke, wir haben bei uns auch also lässige Rennen und gut besetzte Rennen. Ja. Es ist halt dann zeitlich, also wenn man nicht Profi ist und sich da Urlaub nehmen muss, Amerika ist halt doch brutal, da muss man doch relativ lang vorher schon hinfahren wegen Jetlag und akklimatisieren und so weiter. Also. Ja, also das, ich meine, das ist jetzt zwar nicht, es ist zwar nicht so teuer, wie wenn du Radlfahrer warst, stimmt. Weil dann ist der Transport und Crew und alles Mögliche ja richtig teuer, aber es ist halt trotzdem, es ist eigentlich für ein Rennen schon brutal viel Aufwand. Na eben, wenn, dann müsste man es mit einem Urlaub verbinden oder sowas, aber. Ja. Ja, und selbst das Achillean hat ja schon gesagt, er macht jetzt nur mehr, wie war das? Er macht nur mehr einen Langstreckenflug pro Jahr, weil es klimamäßig einfach nicht zum Rechtfertigen ist. Er ist so viel in seinem Leben schon herumgeflogen zu diverse Rennen, es reicht. Ja. Er macht jetzt nur mehr Sachen, die er so erreichen kann. Ja. Das ist auch eine Ansage, muss ich sagen. Ansatz, ja. 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 Ja, ich glaube, jetzt bin ich so ziemlich durch mit allem. Ich hoffe, ich sehe die bei der WM. Auf alle Fälle werde ich mir meine Kuhglocke schärfen und mal ein Ratschen mitnehmen oder irgendwas in die Richtung, damit nichts sein kann. Das passt. Ja, und an der Strecke stehen und ein bisschen mitfilmen und kommentieren von dort aus. Weil wir sind ja die ganze Woche dort. Genau, seid ihr da voll vertreten. Ja. Oh ja. Na, wir sind tatsächlich von Eröffnung bis Closing Ceremony werden wir da sein. Ja, cool. Ja, na, dann hoffe ich, dass wir die dort sehen. Und wenn wir irgendwie Rückmeldungen oder Fragen noch kriegen, darf ich die dir weiterleiten. Auf jeden Fall. Wer weiß. Vielleicht gibt es jetzt dann noch eine oder andere Frage, wie man sich darauf vorbereitet. Kann ich mir schon vorstellen. Ja. Ja. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Ja, danke. Und bis spätestens im Juni. Genau. Dann, super. Ja. Dann noch danke viel Spaß dir. Bei der Vorbereitung dabei. Ja, danke, danke. Und dir auch. Wenn wir noch ein paar Folgen kommen. Oh ja. Mal schauen, wenn wir da noch uns schnappen können. Ja. Passt. Na gut, dann. Ja, bis denn dann. Danke. Danke, ciao. Ciao.